Herzlich willkommen an der Glentleiten. Ich freue mich, wenn Sie zu uns zu Besuch kommen und hätte ein paar Tipps für Sie. Bei uns können Sie natürlich vieles erfahren, wie die ländliche Vergangenheit in Oberbayern gewesen ist. Sie können sich aber auch einfach mal entspannen, die Seele baumeln lassen und die Natur an der Glentleiten genießen. Bringen Sie ein bisschen Zeit zu uns mit, am besten 2-3 Stunden, vielleicht sogar den ganzen Tag. Sie können hier eben auch Ihre Brotzeit mitbringen, aber sich natürlich auch in unseren Pachtbetrieben kulinarisch verwöhnen lassen. Was wichtig ist, setzen Sie auf festes Schuhwerk. Unsere Wege sind nicht geteert, sondern vor allem geschottert. Achten Sie auf wetterfeste Kleidung. Bei Sonnenschein vielleicht eine Sonnenbrille oder einen Sonnenhut. Bei Regen ein bisschen Regenkleidung. Bringen Sie gern auch Ihren Fotoapparat oder Ihr Smartphone mit, denn es gibt an allen Ecken und Enden Details, schöne Aussichten, die man super im Foto festhalten kann. Das Faszinierende am Freilichtmuseum ist, dass man in jedes Haus reingehen kann und zu den Leuten eigentlich bis ins Schlafzimmer vordringen kann. Und das Tolle hier im Almgelände, das ist mein Lieblingsplatz, mein persönlicher, ist, dass man hier einerseits einen ganz tollen Blick auf die Berge und den Kochelsee hat und dass man andererseits eben erfährt, was ist ein Niederleger, was ist ein Hochleger, oder man erfährt auch, woher die Mordaualm ihren Namen hat.